Guten Tag, liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine Runde Flohmarkt. Es war wieder Sonntag, es war wieder Flohmarkt, ich war unterwegs, ich wollte richtig angreifen diesmal, ja. Ich habe durchgemacht von Samstag auf Sonntag, weil wir ein bisschen länger unterwegs waren. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du durch, greifst du voll an. Der Flohmarkt war etwas weiter von mir entfernt. Das heißt, ich musste etwa eine Stunde fahren. Ich war um 17:45 da. Wie gesagt, wollte richtig angreifen da. Und ja, wurde bitter enttäuscht. Das war so ziemlich gar nichts. Zwei Sachen habe ich da gefunden, die zeige ich euch natürlich gleich. Aber der zweite Flohmarkt, der war umso besser. Jetzt natürlich erstmal die Live-Flohmarkt-Action. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das. Und danach, ne, ja, was erzähle ich euch? Ihr wisst Bescheid. Viel Spaß. Moin. Habt ihr nur Klemmbausteine oder habt ihr noch irgendwas anderes an Spielzeug? So Actionfiguren oder irgendwie sowas? Nee, heute nicht. Nee, heute nicht. Was soll der das Gespenst kosten? Das da? Ja. Vier. Darf ich den mal da runternehmen? Danke. Passt drei auch für euch? Ja. Super, danke. Der erste Flohmarkt war absolut nicht ergiebig. Da war ich schon bedient. Also da wollte ich schon fast nach Hause fahren, weil da habe ich halt nur zwei Sachen gefunden. Und ein Teil davon ist dieser kleine Geist von Lego. Der fehlte mir noch. Der ist auch Glow in the Dark. Den habe ich jetzt mal hier drinnen gelassen, weil das ist echt eine Scheißarbeit, den da reinzufummeln. Für den habe ich 3 Euro bezahlt. Und ja, den brauchte ich halt noch. 3 Euro war für mich okay, deswegen mitgenommen. Was soll das kosten? 4. 4? Ja. Was ist das? Ein Comic oder was ist das? Ein Comic, ja. 4. Aber keine Ahnung von wann, ne? Wären 3 Euro okay? Ja. Ja? Kenn ich gar nicht. Nee, hab ich auch so irgendwie gesehen. Das ist immer auch noch von der alten Fassung. Auf jeden Fall ist es deutsch. Das ist schon mal. Ja. Ich habe aber leider kein Kleingeld mehr. Der zweite und letzte Fund auf diesem Flohmarkt. Einmal ein verschweißtes Terminator-Comic. Hier unten steht es drauf, falls man das erkennen kann. D-Mark, deswegen habe ich es auch mitgenommen. Das bleibt nicht bei mir. Ich dachte erst, das bleibt bei mir. Frustkauf, weil es da nichts anderes gab. Aber ein guter Kollege von mir, Grüße gehen hier an dich raus, du weißt Bescheid. Der sammelt Comics und ja, dann habe ich gesagt, du weißt du was, unser letzter Tausch war sehr geil und warum nicht, kannst das haben. Bezahlt habe ich dafür 3 Euro und 3 Euro war okay. Und jetzt gehen wir in die Actionfiguren vollen, würde ich sagen. Wahnsinn, also total geil. Mein Kollege kannte da jemanden, also mit dem hat er schon mal zu tun gehabt, da hat er mal was gekauft. Deswegen sagte er, ja, eventuell hat er vielleicht wieder was liegen. Und ja, er hatte was liegen. Masters of the Universe, ich war begeistert, aber seht selbst. Ich passe gerade mal ein bisschen auf die Antwort, das ist so schön. Einen schönen Globus will er sich kaufen, wa? Echt? Ja. Und den fand ich super, dass ich mir so gemerkt, dass ich immer noch mal wieder einen suche. Dann müssen wir es mal eben so vorsichtig aufmachen. Ja? Ja. Vielleicht hat er eine Schere im Auge, ne?
Da kann auch ein Schlüssel. Oh, guck mal hier! Bring ich gleich mit. Ein Stift, ja. Handy? Edding. Das ist alles wahrscheinlich, oder? Oder hast du noch irgendwo die Einzelteile irgendwo noch rumfliegen? Nee, das ist mittlerweile alles. Okay. Ich hab nur noch die ich noch online habe. Hä? Nee. Spielst du auch mit Masters? Nee. Jakob, komm mal. Ja? Das ist an der Leine. Du, der Tisch, ne? Wenn du den Mist haben willst, ich glaube, er hat einen kompletten. Außerdem habe ich auch noch die Kleidung dafür. Er sagt gerade bei eBay Kleinanzeigen, hast du ihn bei eBay Kleinanzeigen? Weil er so haben wir uns ja kennengelernt. Die kannst du da mal gleich reingucken. Ich kann die auch noch da hinten liegen, die kann ich gleich mit raus. Ja, hol die doch einfach mal einfacher. Ja, oder so. Ja, wenn es passt, solange wir hier sind. Das gleich mal eben jemand um die Ankunft. Sonst ist da nichts mehr. Hier könnt ihr auch ein Gewinnspiel mitmachen. Gewinnspiel ist eigentlich. Da klebt auch irgendwo ein Buchstabe. Das ist unser Buchstabe. Da siehst du, wo. Das ist also eine Gutscheine. Geile Idee. Aber wir losen das erst nächste Woche aus. Aber ja. Nee? Mach schon nichts. Das ist lustig. Hellas! Das ist eine. Ja, Griechen essen gehen. Hellas! Ja. Hellas, genau. Kannst du schön essen gehen. Ja, das mache ich einfach mal. Das ist cool. Aber müsst ihr auch eine Menge Stände finden. Dann. Ja, wir können. Aber irgendwann also ich hab jetzt Zeit. Guck mal hier. Gebracht. Ich kann hier locker eine Stunde aufhalten. Ja, das ist. Ja, das ist ja. Nee. Guck mal, ich habe hier mal was vorbereitet. Du hast was vor? Ich habe da mal was vorbereitet. Ah, was willst du denn für die da haben, die da links liegen? Das muss ich ja mal eben gucken. Also das ist ja ein kompletter, ne? Den hatte ich glaube ich bei eBay drin. Ja, genau. Und die anderen waren glaube ich so, ne? Genau, glaub, die anderen sind aus der Kiste. Bei den anderen haben wir, glaube ich, bei denen haben wir immer gesagt 5, ne? Warte mal eben. Den Grizzlor und keine Waffe dazu? Oh, okay. War da noch eine Waffe drin? Oder? Ja. Ja, die liegt hier. Achso, das war auch einer aus eBay. Das ne? ist einmal. Achso, ist der besser, der da drinnen liegt, ja, als der hier? Den habe ich gar nicht gesehen. Wir haben auch einen Wehdrescher. Hier auch. Ist die Rüstung viel schöner? Als bei dem. Ja, hat. Das stimmt. Aber du hast doch die Rüstung in der Figur, das kann man ja auch. Ne? Ja, das Problem ist, was er halt haben will. Ich würde es auch, genau, ich würde es einfach wechseln. Ja. Ich kenne Matthias ja, ich war ja schon mal hier, alles gut. Ja. Das kriegt man auch auf jeden Fall hin. Dann einmal das. Du weißt ja, was hier alles drin war, haben wir glaube ich damals auch schon gesagt, ein Fünfer, genau. Ne? Und hier ist die Hüftschwung kaputt, ja. Ne? Ja. Das Schwert gibst du so dazu? Na klar. Das gehört nicht dazu. Ne? Nee, das ist glaube ich, maximal ist das von diesen Heroes oder so, aber das weiß diese, ich nicht. Diese Galaxy, die du letztes Mal mitgenommen hast. Ein Kollege von mir, der wird das Schwert wohl gerne haben wollen und... Und was machst du hier? So, pass auf, also die hast du alle aus dieser Kiste, die drei, ne? Ja, genau. Haben wir ja auch gesagt, 5er. Die hatte ich in eBay drin, so, die bin ich aber auch nicht losgeworden. Was haben wir für den Two-Bed genommen? Ich glaube damals auch 20 knapp. 20 ne? hast du mir dafür, oder 24 hast du mir dafür abgeknöpft. Abgeknöpft, also komm. Alles gut. War ja nicht so gemeint jetzt. Wo wollen wir uns die Sachen stellen? Da ist der weiße Stuhl noch und wir haben jetzt gesagt, wir stellen uns hier, sonst müssen wir hier mit drauf, ja, Schatz, ne, genau. Hier haben wir ja noch richtig viel Platz und hier bei Wolfgang noch mit drauf. Das kann man ja auch noch alles ein bisschen zusammenstellen, würde ich sagen. Achtung, Jakob, was machst du da? Also die 5 haben wir gesagt, sind 15 und die beiden, ja, ich weiß auch nicht, sollen ja auch mal langsam weg. Auch die beiden dann Stück 15, weil die komplett sind. Also 45. Das wären dann 45. Machst genau. du 40 klar? Na klar. Ja, dann machen wir das. Masters of the Universe auf dem Flohmarkt und das auch noch für einen guten Preis. Ey Leute, weiß ich nicht, wie lange das bei mir her ist. Auf jeden Fall, diesmal war es soweit. Ich habe 3 Platzhalter das erste Mal mitgenommen. Ich war nämlich 2-mal bei ihm. Die Geschichte kommt gleich nochmal. Aber auch 2 richtig gute Figuren. Ich zeige euch erstmal die Platzhalter. Die habe ich halt noch nicht. Und deswegen habe ich die eingesackt. Das ist einmal der Beastman. Hat Farbabrieb im Gesicht. Hüftschwung funktioniert. Ist okay für mich, für den Preis. Das waren jetzt unter 5 Euro pro Figur. Einmal eine Figur, die ich in meiner Kindheit sehr gefeiert habe. Deswegen konnte ich mir den auch nicht entgehen lassen. Blade. Ja,
Also auch jetzt kein guter Zustand, aber okay, für den Preis als Platzhalter definitiv okay. Dann gab es ein Leech, der war eigentlich als Geschenk gedacht für Yggdrasil, aber leider hatte jemand anders auch noch die Idee, ihn einen zu kaufen. Also er hat jetzt schon einen, das heißt, der wird mich wahrscheinlich wieder verlassen. Gut, ist nicht schlimm, so, da war ich halt so spät dran, aber es ist auch gar kein Problem, für unter 5 Euro kann ich den immer noch woanders tauschen. Und jetzt kommen wir zu den beiden echt guten Figuren. Ich war erstaunt, sowas auf dem Flohmarkt zu finden. Einmal hier einen schönen Grislor. Wirklich im schönen Zustand. Also da kann man absolut nicht meckern. Definitiv nicht. Mit Waffe dabei, vollständig. Seine Rüstung ist auch heil. Ein super Teil. Und das absolute Highlight aus dem Lot, beziehungsweise das Highlight des Tages. Ein wirklich sehr guter King Hiss. Also nichts abgebrochen, die kleinen Pins von der Rüstung. Ich baue ihn jetzt nicht auseinander. Ihr wisst, wie er von innen aussieht. Aber ihr könnt das auch sehen. Der hat keinen Farbabrieb. Nicht an der Nase, nicht an der Brust. Er ist vollständig. Die Beine sind etwas locker, aber er steht noch ohne Probleme. Ja, auf dem Flohmarkt. Wann findet man eine vollständige, ja, ich würde schon fast sagen Mint-Figur auf dem Flohmarkt. Wahnsinn, ich habe mich gefreut wie was weiß ich was. Habe den natürlich gleich eingesackt. Ich habe jetzt für alle 5 Figuren 40 Euro bezahlt. Und Leute, das ist ein Top-Preis. Also ich glaube, King Hiss und Grislor ist da schon locker wert. Also von daher, ja, nichts falsch gemacht. Jetzt kommen erstmal noch ein paar andere Aufnahmen von diesem Flohmarkt und ich war danach nochmal da, weil er hat uns am Anfang erzählt, dass es so eine kleine WhatsApp-Gruppe gibt für diesen Flohmarkt, wo alle Verkäufer eigentlich mit drin sind und wo man auch als ja, Gast mit reingehen kann, wenn man möchte und halt fragen kann, ob jemand irgendwie Actionfiguren hat. Dementsprechend bin ich da natürlich gleich rein und er hatte natürlich deswegen auch meine Nummer und dann waren wir so unterwegs, mein Kollege, sein Sohn und ich. Dann hat er mich auf einmal angeschrieben und sagte, du, ich habe da noch eine Tüte gefunden in der Garage. Wenn du Bock hast nachher, komm nachher nochmal rum. Ich lasse die so lange in der Garage liegen und dann lasst euch Zeit und dann kannst du nachher nochmal hier plündern. Und ja, deswegen waren wir nochmal ein zweites Mal da, ganz zum Schluss. Aber jetzt kommen erstmal noch andere Funde und dann kommen wir nochmal wieder zu den Masters zurück. Ich freue mich immer noch. Masters auf dem Flohmarkt, total geil. Hier. Das wär's jetzt, das sind die Masters. Aber guck mal hier! Der ist aber ganz stark bespielt. Ja, das ist auch ein Bootleg. Echt? Das ist kein echter. Das ist ein Bootleg. Aber für 50 Cent. Hier ist auch was abgebrochen, so ist das nicht. Aber für 50 Cent. Wenn es ein Gimmick ist, so mit zum Mitgeben oder so. Ja, eben. Oder was. Eben. Der stand hier leider noch nicht, der Karton. Nein. Ist da noch irgendwas drin? Aber guck mal, hier ist ein Schrauber drin. Oh, da musst du aufpassen. Ich glaube, da war ein Spoiler dran befestigt. 1, 2, 3. Hä? Moin. Moin. Ich nehme hier die Figuren aus der Kiste. Ja. Habt ihr auch Spielzeugautos noch irgendwo rumfliegen? Ich würde die hier nehmen. Alle? Ja. Ja. Die morgen? Jedes Teil 50 Cent. Ach so, nee, das stimmt nicht. Ach so, das stimmt. Ja, nee, das stimmt nicht. Ja, dann machen wir. Nee, das stimmt nicht. Das ist noch vom ganz alten Flohmarkt. Ja, ist auch okay. Mein Mann hat das da einfach so hingestellt. 7 oder was? Ja, bitte. Ja. Das war der beste Flohmarkt seit langem, weil dieser Fund war direkt auf der anderen Straßenseite von den Masters, die ich gerade gekauft habe. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass da irgendwie so eine Kiste steht mit irgendeinem Kram drin. So, und dann bin ich da gleich hingetigert und habe ich nur von einer Wesley-Figur den Arm gesehen und habe die natürlich gleich alle rausgekramt. Auf der Kiste stand 50 Cent, das galt nicht mehr, war aber für mich auch okay. Ich habe jetzt 1 Euro pro Stück bezahlt und jetzt zeige ich euch, was dabei war. Einmal der British Bulldog. Der Zustand ist okay. Übrigens bei allen funktioniert der Action Move, also auch hier bei ihm ohne Probleme. Die sind natürlich bespielt, aber 1 Euro. 2 ordentlich bespielte Bootlegs, das ist jetzt nichts, aber die habe ich zum Basteln mitgenommen. Warum nicht? Auch für 1 Euro pro Stück. Der Hulkstar darf natürlich auch nicht fehlen. Der war natürlich auch dabei. Die beste Figur aus dem Lot, The Hitman,
Red Heart. Habe ich mich sehr drüber gefreut, da ich den auch nicht als Neo-Figur habe. Jetzt habe ich ihn endlich in der Sammlung und das auch noch als Vintage-Figur. Das müsste, glaube ich, Animal sein. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich da falsch liege. Hier ist ein Dings abgebrochen. Hier ein Stachel. Ist aber auch nicht so schlimm, weil auch er hat nur 1 Euro gekostet. Und ein Bushwhacker darf natürlich auch nicht fehlen. Auch hier sind wir bei 1 Euro. Also 7 Euro für 7 Figuren. Leute, Pflichtkauf. Die beiden nehme ich mit. Ja. Da gab es was, was nicht für mich ist. Das habe ich für die gute Nine mitgenommen. Die hat auch einen YouTube-Kanal. Checkt die auch ruhig mal aus. Grüße gehen hier an dich raus. Und zwar gab es da einmal diesen schönen Hulk. Sie fährt übel auf Hulk ab. Deswegen habe ich gedacht, das ist genau das Richtige. Bezahlt habe ich für den 2 Euro. Und weil es so schön war, habe ich mir gedacht, komm, sack den Spider-Man für 1 Euro auch noch ein. Ja, das geht wie gesagt an Nine. Und ja, ich hoffe, sie freut sich. Ja, eben. Das ist eben unser Spielzeug. Genau. Das nicht sein. Und klar, spielen die dann damit. Müll, wenn ich Müll wegbringen soll, gib her. Eine blöde Frage, ne? Den habe ich ja vorhin von dir gekauft. Ja. Darf ich mal gucken, welcher schöner aussieht? Mach das. Ja? Wenn du die anderen noch im Zugriff hast? Im Auto. Nein. Kannst du gerne machen. An den drei Sachen hätte ich, glaube ich, noch Interesse. Ja, das ist ja alles so eine 5 Euro. Ja. 5 Euro die Figur. Ja, ich würde die erstmal als Platzhalter, bis ich die dann irgendwann mal im besseren, vollständigen Zustand. Ich habe alles verkauft und mir fehlt so viel. Ja? Hast du selber alles verkauft und dann doch wieder angefangen? Vor 7 Jahren. Da war ich da nur auf Star Wars war. Da habe ich alles verkauft, um mir davon Star Wars zu kaufen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, das ist es nicht, weil mit Star Wars hast du selber gar nicht gespielt. Ja. Nur mit Turtles und Masters, ne? Ja. So, und dann, ich glaube, der, die heute noch von mir gekauft hat, 30 Figuren, der lacht heute noch. Ja. Weil damals wollte die keiner haben. Ich verkaufe sie jetzt auch, vielleicht ärgere ich mich in 10 Jahren auch oder so, aber ja. Das war cool. Ja. 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 Die war geil damals, das weiß ich noch. Ey. Das ist das. Ja, aber da kommt 2 Euro an. Drei ist auch schon gut. Ich leg die meinem hier beiseite. Ich hol den anderen meinem aus dem Auto. Ja, passen auch, ne? Aber wäre ich wahrscheinlich gut geworden. Das sind ja Zwillinge. Das sind Zwillinge. Lolek und Bolek sind das. Ja, genau. Da war ich damals so enttäuscht von dem scheiß Masters-Film. Das kann es aber laut sein. Ja, von dem Film mit Dolph Lundgren. Ja, das war ein totaler Murks. Da haben sie diese neuen Figuren da gemacht und so. Ja, dann alles. Was ist das für mich? Dass sich jemand für ihn empfiehlt. Ja, genau. Auf jeden Fall. So. Wo ist denn die Helm? Wo ist denn die Helm? Ein paar davon. Muss der schlafen? Also, wenn du mir einen guten Preis machst, würde ich die alle nehmen, sonst würde ich nur die nehmen, die mir wirklich noch fehlen, weil bei denen könnte es vielleicht sogar sein, dass die schöner aussehen als meine. Also meinst du mit gutem Preis, wir haben ja gesagt, eigentlich Stück 5 Euro. Genau. Das ist schon ein guter Preis oder ist das nicht der gute Preis? Was wären wir denn dann? 15, also 15, 20, genau, der andere ist hier wieder drin. Wir sind da, warte, 15, 30 sind das jetzt, ne? Ne, 5? 10, 20, 30. Genau. Machst du 25? Ja. Ja? Na klar. Das Rutschstück kriegst du noch dazu. Oder? Achso, das hast du jetzt eh schon mitgerechnet. Nee. Sehr geil. Ja, mach's. Sehr geil.
Wie gesagt, die 5-Euro-Dose, die jetzt einen guten Preis haben. Komm. Oder dann gibst du den 5 Euro wieder zurück, kann ich wieder zurückgeben. Bevor ich mich zu Hause ärgere. Und ich habe so einen kleinen Spleen für Battle Cats. Miri, hab den wieder eingenommen. Ja, und dann war ich natürlich nochmal an dem Stand und habe nochmal was mitgenommen. Grüße gehen auch hier nochmal an dich raus. Mega geile Deals, mega nett der Typ, seine Frau, die ganzen Leute hier standen. Das hat so Spaß gemacht. Ich bin dahinter noch 20 Minuten, eine halbe Stunde stehen geblieben und habe dann noch mit denen geschnackt. Also da fahre ich auf jeden Fall wieder hin. Und beim zweiten Mal war auch wieder Platzhalter, würde ich sagen, waren dabei. Da war einmal Evelyn bei. Ja, auch bespielt, aber auch okay, weil auch die fehlt mir. Clawful war dabei. Den habe ich nur mitgenommen wegen seiner Rüstung, weil bei meiner Rüstung hier oben ein Pin abgebrochen ist. Und ja, da werde ich die Rüstung definitiv durchtauschen. Extender war dabei mit mega grünen Handschuhen, aber das soll mir auch egal sein. Alle Gliedmaßen sind noch dran, nichts ist abgebrochen, er steht auch noch von alleine. Und wie gesagt, auch noch da mal, für das Geld kann ich diese Figur als Platzhalter nicht liegen lassen, denn auch der fehlte mir noch. Und der mächtigste Zauberer des Universums darf natürlich auch nicht fehlen, der gute Orko. Auch er dient als Platzhalter. Dann gab es noch den guten alten Whiplash. Und den habe ich mitgenommen, weil er hat keinen Riss im Schwanz. Also mega selten, gerade auf dem Flohmarkt aus so einer Grabbelkiste, kein Riss. Also auch den konnte ich in dem Zustand definitiv nicht liegen lassen. Bei dem Set war dann noch die Rüstung dabei, auch im guten Zustand, wie ich finde, für einen Flohmarkt, denn sie ist komplett heil. Und dann ganz im Schluss habe ich mich doch noch entschieden, dieses Battle Cat mitzunehmen, und es war auch die richtige Entscheidung. Ich habe das Taiwan Battle Cat zwar, aber meiner ist White Dot. Also für die Leute, die es nicht wissen, White Dot mit den weißen Punkten in den Augen. Und dieser ist es halt nicht. Das wusste ich da auf dem Flohmarkt nicht. Deswegen habe ich ein bisschen spekuliert und habe auch den für einen Fünfer hinterher nochmal mitgenommen. Insgesamt habe ich bei dem guten Mann für 6 Figuren und eine Rüstung 25 Euro gelassen. Was, glaube ich, ja, also mehr als okay ist. Ich kann nur nochmal Danke sagen, wenn du das hier siehst. Ich habe ihn meinen Kanal genannt. Vielleicht guck da ja rein. Fühl dich gedrückt, fühl dich gegrüßt. Super geile Sache. Ich freue mich immer noch, die Sachen bei dir gefunden zu haben. Ich glaube, man kann nicht jede Woche solche Funde machen, solche Actionfigurenfunde, aber ich gebe Gas, ihr wisst Bescheid. Ich bleib weiter dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall morgen erstmal einen schönen Feiertag. Ruht euch aus, schönes langes Wochenende genießen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.